Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Diesmal aus Disney Sea. Ja, hier in Tokio. Das ist der zweite Disney Park, den die hier haben. Die haben ja einmal Disneyland, da habe ich euch schon mitgenommen. Und dann haben die noch Disney Sea. Da war ich noch nicht. Und den checken wir heute den ganzen Tag aus. Das heißt, einen Tag lang wird es nur Disney hier geben. Wir gehen in Fahrgeschäfte und checken die Läden aus. Und das werden wir direkt als erstes machen, weil ich brauche Ohren, Leute. Ich brauche definitiv Ohren. Und wir haben einen Special Guest. Wednesday. Sie ist mitgekommen. Wie auch immer sie mich hierher verfolgt hat, ich dachte mir, wir schauen mal, ob irgendwie merkwürdige Dinge mit ihr passieren, wenn ich sie mitnehme, Leute. Und ja, sie ist am Start. Und sie sieht übelst aggro aus, sonst hätte sie gar keinen Bock drauf. Auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt auf mehr coole Challenges und Vlogs, 24-Stunden-Videos von hier aus Tokio, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Bei 10.000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid. Ihr habt da mega Lust drauf. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, wer ist eure liebste Disney-Figur? Habt ihr eine, die ihr schon seit klein auf an liebt? Und warum? Schreibt es mir mal unbedingt. Und ja, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, wir machen jetzt den Park unsicher. Let's go! Gehen wir in den ersten Laden mal hier rein. Oh mein Gott, das ist so übelst voll. Nicht mehr normal. Okay, Leute, hier gibt es diese Figuren, die ich schon einmal haben wollte, aber bei Disneyland hatten die das nicht. Es gibt nur das im Disneyland Sea und die gibt es eher nur hier in Asien, Leute, diesen Duffy-Bär. Das ist der Bär von Mickey Mouse. Und ja, den wollte ich unbedingt schon mal haben. Hier ist das Mädchen, auch voll schön. Und hier ist Duffy, der Bär. Gelatoni. Voll niedlich, diese Namen, ey. Aber ich glaube, sie hier ist am beliebtesten. Und zwar ist das Lina Bell. Und ich finde auch, die ist so schön. Außerdem ist sie rosa und so kuschelig. Oh, wie schön. Hier gibt es sogar solche Ohren. Oh, oder hier die Hasenohren. Die habe ich auch richtig oft gesehen. Mann, warum ist hier alles so süß? Das ist gar nicht gut. Irgendwie sind hier super viele mit Glitzer bzw. Pailletten. Aber ich suche eher so flauschige. Oh mein Gott, wie süß ist bitte das hier? Ist zwar für Taschentücher, aber er ist so süß. Ich liebe Baymax. Okay, Leute, ich habe mich durchgekämpft hier. Ich glaube, ich nehme die hier mit, weil die sind rosa. Die sind zwar nicht so dick wie sonst, aber die sind eigentlich ganz süß. Was auch super beliebt ist, sind diese Haarbänder hier, die man eigentlich auch zum Abschminken benutzen kann. Oh, hier gibt es sogar noch eine Schleife. Mann, was haben die denn bitte alles? Haben die irgendwas nicht? Oh mein Gott. Nein, Becky, du brauchst es nicht. Ohren habe ich mir jetzt geholt. Check, das sind einmal diese Lina Bell Ohren. Die gibt es nur hier halt. Und die sind so schön und flauschig. Und so viele tragen hier. Ich finde die voll toll, weil die auch so rosa sind und so. Und passen perfekt zum Frühling wegen der Blume. Und ich habe mir noch Minnie Maus Ohren geholt mit solchen kleinen Herzen. Was findet ihr schöner an mir? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Eins oder zwei. Ich habe mir noch so eine Tasche hier geholt. So eine Lina Bell-Tasche. Ganz viele haben die hier. Und ich fand die auch mega süß, passend zu den anderen Ohren. Deswegen habe ich mir die auch noch geholt. Aber meint ihr, irgendwas Merkwürdiges wird heute passieren mit Wednesday? Ich meine, mit Annabelle ging es schon schief. Wie wird das diesmal mit Wednesday sein? Ich meine, ist schon gruselig genug, dass sie einfach aufgetaucht ist. Aber ja, jetzt habe ich sie auch noch mitgenommen. Ich hoffe nicht, dass Sachen irgendwie ausfallen oder so, Leute. Es ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Ich habe was für Wednesday gekauft. Ich habe auch meine Freundin hier gedacht, okay? Und zwar habe ich Wednesday Ohren gekauft. Oh mein Gott. Die passen perfekt. Das sind eigentlich Anhänger. Aber Leute, die passen ihr. Tada! Sieht sie nicht happy aus mit ihren Minimaus? Und oh mein Gott, die passen so gut zum Outfit. Jetzt sind wir matchy matchy und jetzt können wir losgehen. Wednesday, hast du Bock? Ja, okay, ich glaube nicht. Guck mal, wie schön. Da hinten sind Gondeln. Überall ist dieses Seethema. Wow. Und hier gibt es so viele Areas. Also, die müssen wir unbedingt mal auschecken. So, Leute, das ist jetzt mein Frühstück. Ich habe sonst nichts anderes gerade gefunden. Das Sandwich vorne am Eingang fand ich nicht so nice. Deswegen habe ich mir einfach eine Suppe geholt, irgendwie mit Fisch. Und dazu gab es Reis. Und ich habe mir noch so eine Suppe hier geholt mit Mickey drauf. Und da ist auch noch irgendwie Glitzer. Aber ja, ich habe sonst nichts anderes zum Frühstück schnell gefunden. Ich will unbedingt in den Park. Leute, mal
Magen knurrt. Und ich habe jetzt nicht so viel recherchiert, wo ich was essen könnte. Das werde ich nachher nebenbei machen, wenn ich irgendwo in der Schlange bin. Dann werde ich auf meinem Handy gucken in der App, was es hier so gibt. Aber jetzt muss das erstmal reichen. Und natürlich ist Wednesday auch am Start. Wednesday, willst du auch was essen? Nein, sie hat zu nichts Lust irgendwie. Was? Alter, diese Ohren, ich kann es nicht mehr ernst nehmen. Wer feiert das auch? Macht mal jetzt dunkle Emojis in die Kommentare. Ich habe jetzt auch noch die Parade angeschaut. Was heißt Parade? Eigentlich ist es nur ein Schiff, was im See rumfährt, aber mit allen Charakteren. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich zu 20.000 Meilen unter Meer gehen. Das ist ein Fahrgeschäft. Eigentlich auch in Sindbad, aber leider ist das irgendwie in Wartung. Deswegen wird das nichts. Hierbei muss ich, glaube ich, schon 70 Minuten warten. Bei den anderen über 2 Stunden teilweise. Also es wird richtig schlimm, Leute. Ich sag's euch, ich weiß nicht, ob ich alles schaffe. Soll richtig gut sein. Also let's go. Das Besondere hier immer in Disneyland Tokio ist einfach das Popcorn, weil die so viele verschiedene Sorten haben. Diesmal haben die Black Pepper Popcorn. Hier ist auch irgendwie eine Ride, Fantastic Flight, keine Ahnung, ich glaube eine Achterbahn oder so, ich bin mir nicht sicher. Aber hier sieht es einfach aus wie in Italien. Leute, wenn ihr meine Italien-Vlogs noch nicht gesehen habt, schaut sie euch unbedingt an. Wow, da kam Feuer raus, habt ihr es gesehen? Okay, Leute, da geht's rein und wir sind jetzt hier, glaube ich, im Wasserbereich. Auf jeden Fall sieht das richtig heftig hier aus. Die Schlange ist richtig lang, aber egal, das Wetter ist toll und ich glaube, das wird sich lohnen. Ich warte gerade, es war irgendwie 70 Minuten, ja, es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, wie 3-4 Stunden oder so, es dauert so lange, aber ich glaube, ich bin gleich dran. Also ich glaube, ich bin bei der letzten Linie und dann geht's los. Es war so cool da drin. Ich musste sogar einige Male Wow sagen. Also man hätte locker eine Nicht-Wow-Sagen-Challenge machen können. Auf jeden Fall werde ich jetzt ab zur Mermaid Lagoon gehen und zu dem Bereich von Aladdin, also den orientalischen Bereich. Wir gucken uns das einfach mal an und dann schaue ich mal, ob ich irgendwie in ein paar kleinere Fahrgeschäfte gehe, weil ich will so viel wie möglich schaffen, Leute, weil teilweise ist die Wartezeit so lang, das ist nicht mehr normal. Leute, guckt euch mal diesen Bereich hier an. Wie schön ist der bitte? Das ist mein wahr gewordener Traum. Und dort hinten ist der Aladdin-Bereich. Oha. Krass. So, ich habe mir hier Matcha White Chocolate Popcorn geholt. Endlich mal, was ich die ganze Zeit schon probieren wollte. Und das testen wir jetzt mal aus, weil es soll ultra gehypt hier sein. Alle schwärmen davon. Also ich bin mal gespannt, ob es so lecker ist, wie die Leute sagen. Wow, so lecker. Das Matcha ist gar nicht so stark, ist eigentlich voll angenehm und es schmeckt nach weißer Schokolade. Das ist definitiv mein neues Lieblingspopcorn, Leute. So lecker war's. So Leute, ich gehe jetzt in den Jellyfish hier rein. Oh mein Gott, es geht verdammt hoch. Alter Schwede. Ich
stehe jetzt gerade an für ein ultra gehyptes Eis, was auch sehr viral gegangen ist. Und das ist so ein Muscheleis, was irgendwie nach Vanille mit Erdbeere und salzig schmecken soll. Also mal gucken, ob es so gut schmeckt, wie die Leute sagen. Aber ich stelle mir die Kombination ein bisschen seltsam vor. Wie schmeckt das wohl mit Meeressalz? Also bislang schmecke ich kein Salz. Okay, Leute, jetzt schmecke ich es ein bisschen, aber es ist voll wenig. Ich habe es mir viel salziger vorgestellt. Jetzt verstehe ich auch, warum viele sagen, Vanilleeis mit Öl und Salz schmeckt. Weil irgendwie passt das, solange man nicht zu viel Salz drauf macht. Weil dann wird es wahrscheinlich wieder eklig. Wie das hier aussieht. Oha. Oh, ich sehe schon die Genie-Lampe. Ich glaube, das wird cool. Ich glaube, da hinten gibt es eine Show. Da will ich unbedingt reingehen. Ich weiß nicht, ob man viel erkennt. Es ist ein bisschen dunkel, aber wir müssen, glaube ich, nicht lange warten. Ich war jetzt auf dem Karussell, dauernd lief Aladdin-Musik, so cool. Aber ich habe es nicht auf ein Genie geschafft, Mann. Ich wollte so gerne auf dem Genie sitzen, aber keine Chance. Auf jeden Fall geht es jetzt ab in eine Genie-Show, weil... Was war das gerade? Weil ich gesehen habe, dass die richtig cool sein soll, also gehen wir da jetzt rein. Ich war jetzt gerade in dieser Genie-Show. War ganz cool. Ich habe nur leider kein Wort verstanden. Aber es war so ein Mix aus 3D und Real Life. Also da waren Darsteller dabei und halt Genie über 3D. War sehr, sehr cool. Aber ich wünschte halt, ich hätte irgendwas verstanden. Leider wird es dann manchmal ein bisschen langweilig für einen, weil man halt nichts von der Story richtig mitbekommt. Aber die Effekte einfach heftig. Und ich liebe einfach Genie. Okay, es geht hier irgendwie runter, ab in die Dunkelheit mit Wednesday. Bislang ist noch nichts Komisches passiert mit Wednesday. So Leute, ich habe mir jetzt diesen Sausage-Bun geholt, Gyoza Sausage-Bun. Und so sieht die Verpackung aus, richtig schön. Und so sieht der komplette Bun aus. Okay, mal gucken, wie das schmeckt. Hier ist so eine Fleischfüllung drin mit irgendwie Kräutern. Schmeckt auf jeden Fall wie solche asiatischen gefüllten Teigtaschen einfach. Und ich liebe es. Einmal habe ich hier so einen Erdbeerkuchen, der sieht so schön aus, mit Tinkerbell aus Schokolade. Dann so ein Mickey Mouse Dessert, auch wieder im See-Thema. Und dann habe ich mir noch so ein Ocean Wave Getränk geholt, keine Ahnung, was da alles drin ist. Ich glaube irgendwie Bubbles. Aber es sieht blau aus und schön, Leute, ich liebe bunt. Macht es dir Spaß, mit mir einen Tag zu verbringen? Nein? Okay. Sie ist einfach viel zu dark für gute Laune. Sie macht aber auch übel Side-Eye, ne? Wehe, du machst Auge und irgendwas passiert noch. Ich bin froh, dass noch nichts Gruseliges passiert ist. Hier sind so kleine Mickeys und das ist so süß. Ich glaube, das sind Apfelstücke oder so. Das sieht auch richtig lustig aus, aber warum ist da keiner drin? Und hier haben die Soy Sauce und Butter Popcorn Geschmack. Okay, interessant. Ob das schmeckt? Ich weiß ja nicht. Oh mein Gott, wie schön das aussieht. Guck mal, die Sonne geht langsam so unter. Die Farben sind richtig schön. Man sieht die Palmen. Hinten erkennt man sogar das Meer. Ich weiß nicht, ob man das auch in der Kamera sehen kann. Und hier ist ja so ein kleiner Hafen hingebaut worden. Und hier ist sogar noch ein kleiner Leuchtturm. Da hinten ist Indiana Jones, da wo ihr den Tempel seht. Ich glaube, das soll ein Maya-Tempel sein. Und hier kann man auch passend zum Themenbereich Mickey Maus treffen, Donald und Minnie Maus. Okay, Leute, hier ist sogar Feuer. Und das ist so riesig. Hier ist auch noch mal ein Snackstand in einem Auto. Und hier ist Indiana Jones. Wartezeit 130 Minuten ungefähr. Mittlerweile ist es schon Nacht geworden hier auf der Karte. Sieht ja richtig cool aus. Aber Leute, wie spooky sieht das bitte aus? Schon gruselig und die Geräusche dazu. Kein Wunder, warum so viele jetzt hier reingehen. Und ich muss ehrlich sagen, es hat sich gelohnt. Die hier ist so, so viel besser als die in L.A., wo ich drin war. Die war sowas von cool und ich bereue es kein Stück, dass ich irgendwie über 2 Stunden gewartet habe, Leute. Und so sieht der Park nochmal abends aus.
Seht ihr es auch? Die leuchtet einfach mal. Rot. Was bedeutet das? Beobachtet mich jemand? Warum leuchtet sie auf einmal? Leute, das hat sie vorher nicht getan. Was ist das? Ich habe Angst. Was, wenn da jemand eine Kamera reingemacht hat und mich die ganze Zeit beobachtet?